Servus, herzlich willkommen meine Damen und Herren bei einer neuen Sendung Gipfel Stammtisch hier direkt am Rübezahlam in Elmau am Wilde Kaiser. Und es freut mich, dass ihr mit dabei seid, weil diese Woche wird eine ganz interessante Sendung. Ich kann Ihnen sagen, ich habe eine lebende Legende bei mir am Tisch demnächst. Er ist bekannt worden über die Zillertaler Schützenjäger, später an die Schützenjäger und jetzt ist er sehr erfolgreich unterwegs mit die Freddy Pfister Band. Freddy Pfister selber wird hier bei mir am Tisch sitzen und er hat mir versprochen, alles zu beantworten, was ich ihn frage. Aber erst Musik, demnächst ist er hier. Heute ist bei mir, ja, man kann sagen, der Mann ist legendär, wir kennen ihn nicht. Freddy Pfister von dem Freddy Pfister Band, aber natürlich aus der Vergangenheit von der Schützenjäger, das wird dich immer nachfolgen. Und ich denke, das ist auch überhaupt kein Problem. Du bist noch immer stolz darauf. Im Gegenteil, das war Schützenjäger zu sein, also bei den Schützenjägern dabei gewesen zu sein in den 80er, 90er Jahren. Ja, was Größeres kann sich ein Musikant im Alpenraum nicht vorstellen. Also es war eine wunderschöne Zeit und ich würde jede Minute gern wiederholen, also keine Frage. Und in der heutigen Zeit hilft es natürlich, weil die Leute kennen mich noch von der Schürzenjägerzeit. Mhm. Es ist zwar schon 20 Jahre her, dass ich nicht mehr bei den Schürzenjägern bin. Die Zeit Im Ernst, ist es schon 20 Jahre her? 1998 war mein letzter Auftritt. Wahnsinn. Und schon wieder 20 Jahre und trotzdem bin ich immer sehr stolz, egal wo ich hinkomme, man erkennt mich. Mhm. Man sagt immer, warst du nicht bei den Zillertalern? Sag ich, ja. Voller Stolz natürlich. Ja, logisch, das kann ich verstehen. Was sind für dich an diesen Schützenjägerzeit, und dann reden wir über Freddy Pfister Band, weil ich will nicht über 20 Jahre herreden, aber was war für dich der absolute schönste Erinnerung? Bah, da gibt es so viele schöne Weibrand, aber natürlich... Da mache ich leid. Ja, ich fange jetzt einmal an. Ich bin 86 zu den Schützenjägern gekommen. Der Peter war ja Arbeitskollege von meinem Papa bei den Dauernkraftwerken in Zell. Da wurde ich dann schon einmal gefragt, ist das schon ein Highlight gewesen, weil die Schützenjäger als mit drei Mann dazu mal waren ja schon legendär bei uns in Österreich, in Bayern und so weiter. Und das war natürlich das erste große Highlight. Dann kam der Hochzeitsmarsch 1986 in Berg beim Musikantenstadl. Und nach diesem Lied waren wir über Nacht in ganz Europa bekannt. Ja, Wahnsinn. Das hat dann einen Schub gegeben. Ja, dann haben wir sehr viele Feste gespielt, wir haben Hochzeiten gespielt, das war alles wunderbar. Und Anfang der 90er Jahre hat es dann begonnen, dass wir die Hallen gespielt haben, also Tournee gemacht haben, die ersten Tourneen. Und da waren natürlich Highlights die Wiener Stadthalle, München, die Olympiahalle, Frankfurt, die Festhalle. Ich kann mich noch erinnern, wir haben in Wien, ich glaube das war 1994, die Stadthalle, es haben in Wien glaube ich an die 14.000 Menschen Platz. Und da haben wir zwei Tage hintereinander gespielt und die sämtlichen Karten wurden innerhalb von einer Stunde verkauft. Und das waren so Highlights. Und dann natürlich, wie du selber weißt, Finkenberg war natürlich immer ein Highlight. Staus bis Kufstein, das war auch legendär. Und das große Highlight war dann 1995. Da waren 85.000 Menschen oben am Finkenberg. Ja. Und man muss ja bedenken, die Leute sind ja nicht so wie in einem Fußballstadion mit dem Auto hingefahren und ausgestiegen und ins Stadion gegangen, mussten von Meierhofen drei, vier Kilometer zum Finkenberg und nachher wieder zurücklaufen. Ja, wir kennen die Straße da hoch. Es war friedlich immer und die Fans, also es war von der Oma bis zum Rocker, bis zum Kind alles da und alle waren vereinigt und haben unsere Musik genossen. Also es war schon eine geile Zeit. Genial. Ja. Und das ist natürlich auch was dir, du sagst es richtig, es hat dir über ihn und hinaus bekannt gemacht. Ja, ja. Und es ist dann fein, wenn du sagst, okay, jetzt gehe ich alleine weiter oder in einer Gruppe. Ich glaube, das war Heu damals. Heu nach den Schützenjägern, sechs Mann. Und natürlich gibt dir das dann schon einen guten Start in einen Anfang, oder? Ja, das ist auf alle Fälle. Also es hat zwei Seiten. Die positive Seite ist natürlich, dass wenn man was Neues auf die Beine stellt, hat man den großen Vorteil, dass wenn einen die Leute schon kennen, dass man dann jetzt gerade von, wir leben ja von Auftritten, wir leben ja nicht mehr von die Zeit der Verkaufszahlen der CDs sind ja leider vorbei. Mhm. Wir Musiker leben im Prinzip vom Live-Spielen, von den Auftritten. Und da haben wir natürlich den Vorteil gehabt, dass durch das, dass man uns kennt, haben wir sehr viele Auftritte gleich von Anfang an bekommen. Mhm. Das Negative war natürlich, dass sich viele Veranstalter
durch das, dass wir, gemacht haben, durch oder? Das, dass wir ehemalige Schürzenjäger sind, haben die geglaubt, da kommen jetzt, wenn Hoi spielt oder die Freddy Pfistoppeln spielt, dann kommen auch 3.000 oder 4.000 Leute wie bei den Schürzenjägern. Das war natürlich nicht der Fall. Genau. Und das war eine, also die positiven Seiten überwiegen, aber das war halt immer so ein Thema, das sie halt da mitzieht. Wir reden so gleich weiter, unter anderem über den Freddy Pfistoppeln, weil davon will ich alles wissen. aber erst spielen wir noch ein bisschen Musik bei uns in der Sendung Gipfeltreffen. Wir haben schon geredet über Schützenjäger, über Heu, aber jetzt kommen wir zum Freddy Pfistoppeln, weil das ist, lass mal sagen, dein aktuelles Kind. Mein aktuelles und hoffentlich letztes Kind. Ja. Ja, die Freddy Pfistoppeln, ich fange jetzt einfach einmal an zu erzählen. Ja, erzähl bitte. Seit 12 Jahren. Also angefangen habe ich vor 12 Jahren mit dem Namen Freddy Pfistoppeln. Mhm. Wir waren ursprünglich 3 Mann, das war der Daniel, der Andreas und ich. Mhm. Der Daniel hat mich ja schon einige Jahre auch bei Heu begleitet, der war ja mit bei Heu dabei. Ja. Ja, und dann haben wir 2009 haben wir auch die erste Produktion gemacht, die erste CD. Ja. Mit dem Lied, sogar das Edelweiß wird rot, wenn du vorübergehst oder wenn du. Und da bin ich auch sehr dankbar, weil ich sehe immer, wir haben ja bei dir diese Lieder aufgenommen, dazu mal in Holland. Ja. Und wenn ich reinschaue, voller Stolz ins Internet, dann sehe ich viele, viele Klicks. Genau. Und die holländischen Fans mögen das, das freut mich immer sehr. Ja, super, ne? Also wie gesagt, 12 Jahre gibt es mich jetzt als Freddy Pfistoppeln. Mhm. Es war zu 90% eine wunderschöne Zeit bis jetzt. Ja. Nur die letzten 2 Jahre haben mich ein bisschen frustriert gemacht, würde ich sagen, traurig gemacht. Ja, frustriert ist, denke ich, nicht das richtige Wort. Nein, frustriert ist nicht, aber traurig, weil ich habe 2 Schicksalsschläge erleiden müssen. Du kennst sie, weil du bist ja befreundet auch mit mir und mit meinen Jungs. Ja, deswegen, wir kennen uns schon lange. Aber trotzdem, ich kann mir vorstellen, dass auch die Leute zu Hause denken, okay, jetzt geschieht das einmal. Ja? Ja. Das war der erste, da war Michi. Ja. Über Nacht weg. Ja. 41 Jahre alt war er. Ja. Und der kriegt einen Schlaganfall, Herzstillstand und ist weg. Das kann man nicht bedenken im Voraus. Wenn man das einmal erlebt, da kommt man noch drüber. Ja. Aber dann innerhalb von einem Jahr ist nicht nur Michi, aber auch fast dein bester Freund, der Andi. Ist weg und die hat sogar selbst den Wow gemacht, das zu machen. Wie kommt man als Musikgruppe darüber? Wie kannst du so etwas Negatives, so etwas Schwieriges zu Positiven wenden, Freddy? Ja, das ist, es klingt jetzt wie ein bisschen wie eine Farce, aber Musik machen ist halt einfach einmal mein Leben. Ja. Und Musik ist halt eine Sache, die hilft eigentlich immer, egal welche Art Musik man macht. Mhm. Und wie du schon angesagt hast, vor 2 Jahren ist der Michael gestorben an einem Herzinfarkt. Ja. Und dann, dann sind wir einmal da gestanden. Wir haben einen Freund verloren, das ist einmal das Schlimmste überhaupt. Ja, ja, klar. Und dann steht die Zukunft der Musik, also der Band, wieder im Fokus. Mhm. Ich weiß, der Michi war mit Leib und Seele Musikant selber auch. Also so blöd wie es klingt, auch sein Leben dafür gegeben, aber er war mit Leib und Seele. Und es ist sicher auch in seinem Interesse gewesen, dass wir weitermachen. Wobei das Weitermachen in dem Moment natürlich sehr schwierig ist. Ja, deswegen. Es stehen Auftritte an, die Veranstalter hören davon, dass ein Mitglied verstorben ist. Mhm. Dann kriegen sie die Angst, dass wir vielleicht nicht mehr kommen können oder dass es die Band nicht mehr gibt. Das kommt jetzt noch dazu, dass man da muss dann irgendwie das Ganze wieder auffangen, damit man nicht zu sehr auch mit der Band in ein Loch fällt, weil ja nicht nur wir Musiker von diesem Geschäft abhängen finanziell, sondern auch die Crew im Hintergrund. Da muss man einfach schauen, dass das Ganze weiter passiert. Du musst auf dem Moment einfach stärker sein wie nie. Ja, genau. Ja. Und das geht, weil gerade wie es bei Michi war, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, meine Familie und auch meine Jungs zur Frau von Michi, zu der Alexandra. Mhm. Wir fahren gemeinsam in Urlaub, wir sehen uns öfter mal. Mhm. Und das hilft alles zusammen, weil es ist auch in ihrem Interesse, dass es weitergeht. Und den Michi haben wir eigentlich immer mit dabei. Mhm. Wir haben ja einen LKW, der heißt Traudl. Und der Michi war ja Fan von, wie heißt der? Da von Traudl. Nein, der Film da, den es da gibt, da
Krieg der Sterne, da gibt es diesen, und da war er Fan. Und diese Puppe hat mir seine Frau geschenkt, der sitzt immer in unserem LKW und begleitet uns überall hin. Schön. Ja, schön. Wie gesagt, im März 2016 ist der Michi gestorben. Dann haben der Andi und ich, wir waren dann übrig, sind auf die Suche gegangen nach einem Akkordeonspieler oder Ziehharmonika-Spieler und Bassisten und haben dann den Martin Benz kennengelernt, der jetzt bei mir spielt, und den Gregor Machata aus dem, jetzt habe ich ein bisschen angespuckt, und den Gregor Machata aus der, der wohnt in Pinzgau im Salzburger Land. Die beiden sind gemeinsam zu mir gekommen. Ich habe gesagt, wir probieren es gemeinsam. Und dann hat sich herausgestellt, ich habe eigentlich nur einen gesucht, der Ziehharmonika spielt. Und jetzt hat sich dann herausgestellt, dass der Martin Benz ein hervorragender steirischer Spieler ist und auch ein sehr guter Musikant und ein super Typ. Und der Gregor spielt zufällig Bariton, rein zufällig. So geht jetzt das. Sind wir da bei mir im Keller gesessen, wir vier, haben ein, zwei, drei Stücke gespielt und haben dann sofort eingeschlagen, das war es vom Feeling her, vom Gefühl her, weil Musik ist ja nicht Musik, sondern die Typen müssen passen. Ich verstehe, aber ist das denn das Moment, dass du als Gruppe sagst, okay, jetzt in diesem Form können wir leicht weitermachen? Richtig. Genau so war der Moment. Wie gesagt, man muss sich ja riechen können, so wie wir zwei. Wir haben uns sehr gern. Ja. Das nennt man, man muss sich riechen können, weil in allererster Stelle steht natürlich die Beziehung zum Kollegen. Ja, nicht, ob der jetzt musikalisch in über drüber ist oder mittelmäßig, ist ja egal. Ich bin ja auch autodidakter Musiker. Ja. Das ist egal. Also die Qualität ist an zweiter Stelle, wobei wir das Glück gehabt haben, dass die zwei auch gute Qualität haben. Das muss man dazu sagen. Über Qualität gesprochen. Wir müssen jetzt mal ein paar Videos anschauen. Jawohl. Sonst reden wir viel zu lange. Wir können Stunden reden. Ja. So, jetzt schauen wir Musik bei uns im Gipfeltreffen. Und damit sind wir schon wieder am Ende gekommen von dieser Sendung Gipfelstammtisch, hier direkt von der Rübezahlaum in Elmau am Wilde Kaiser. Danke an meinen guten Freund Freddy Pfister für diese, ja, eigentlich offen und auch ein bisschen emotionales Gespräch. Ich fand es sehr schön, mit ihm zu reden. Nächste Woche, dann sind wir wieder zurück, dann haben wir hier zwei Leute, die nicht nur Künstler sind, aber es ist auch ein Pärchen, meine Damen und Herren, aus dem Zillertal. Der Zillertaler und die Geigerin, nächste Woche bei uns am Gipfelstammtisch. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, bleiben Sie gesund, seien nett zueinander und bis zum nächsten Mal. Servus, fit euch.